da kommen wir, wie ihr es auch unschwer schon ansehen könnt, zum Monaco Grand Prix. Willkommen am Circuit de Monaco zum Formel-1-Rennen dieses Wochenende. Das Rennen hier ist wirklich ein Klassiker. Doch bevor die Fahrer an den Sieg denken, müssen sie es erst einmal durch das anspruchsvolle Training heute schaffen. Alle Jahre wieder das gleiche Szenario. Die Löwskurve ist die langsamste Kurve aller Strecken der Formel 1. Sie wird gerade mal mit 50 km/h gefahren und gerade in der ersten Runde des Monaco Grand Prix deswegen kommt es stand auch immer 48 km/h. Wieder zum berühmt-berüchtigten Ziehharmonika-Effekt. Alle sind froh, deswegen wenn war sie auch die Baku-Strecke auch nur 5,85, wahrscheinlich 6,005 Kilometer groß lang. Dass die Teams für das Rennen eine spezielle Zahnstange verwenden, da die Wagen sonst die Strecke nicht schaffen würden. Man kann in der Löwskurve überholen, aber oft führen solche Überholmanöver nur dazu, dass eins der Fahrzeuge sich eine gebrochene Nasenspitze holt. Genau. Ich habe mit Chris über die neuen Teile gesprochen und wir sind froh, dass sie sich gut einbauen ließen. Wenn wir Glück haben, machen sich die Verbesserungen bemerkt. Fange ich gleich an mit dem Streckenklimagedöns. Er hofft auch nicht so viel. Er hofft doch eher, dass ich einen Totalschaden hier mache. Habe ich das schon mal wenigstens durch? Mein Gott. Ah, die schlimmste Strecke im Kalender. Was haben wir noch? Schnellster Sektor 2 und 3. Beständigkeit, geringer Treibstoff. Dann mache ich mal die Rennstrategie. Also im Training und Qualifying fahre ich sicherlich mehr Runden wie das gesamte Rennen. Das steht fest. Weil hier jetzt schon mal mindestens 3 Runden. Plus die eine Runde, die wir schon hatten. Sind 4 Runden. Plus 4 Runden, die noch kommen, sind 8 Runden. Plus die Qualifying-Runde sind wir bei 9 Runden. Und das Rennen ist mit 5 Runden, das heißt, wir sind jetzt dabei 14 Runden. Ich glaube, ich sollte mal irgendwas hier gleich mal ändern. Ja, 85. Verbrennungsmotor sollte ich mal ändern. Bevor wir ins Qualifying gehen.
ich weiß nicht, wie es ist, ab wie viel er kaputt geht. Ob er erst bei 100% kaputt geht oder ob der auch schon vielleicht vorher kaputt geht. Weil 15% hätten wir noch. Tolle Leistung bis hierhin. Wir bekommen großartige Daten. Bleibt. Eindeutig vom Qualifying Verbrennungsmotor ändern und dann zum nächsten Training wieder einbauen, dass er da dann hops gehen kann. Früher oder später werde ich die Wand knutschen, glaubt es mir. Wenn nicht, dann ist es ein Wunder. Großartige Runde, du hast genau das abgeliefert, was wir erwartet haben. Weiter. Ich habe auch eine Zeit, da habe ich den Grand Prix übersprungen. So, die sind alle durch. Kann ich... das Quali jetzt das Quali überspringen, weil ich schon das Training über... springen, da ich ja jetzt, wie gesagt, zwei pro Ding mache. Ich hätte auch noch eins machen können, dass ich jetzt die 3 mache, im zweiten Training 3 und im dritten Training umsetze. Das heißt, den Verbrennungsmotor austausche. Ein schneller Blick auf die Reihenfolge am Ende dieses Trainings hier. Und das hat dann sozusagen gewertet wird, weil im Qualifying, wenn man da ändert oder nach dem Qualifying ändert, dann gibt es die Strafe. Wie meinen Sie, ist es gelaufen? Es macht den Anschein, als hätten Sie sich in dieser Saison ganz auf Forschung und Entwicklung konzentriert. Im Training sind Sie regelrecht geflogen. Glauben Sie, das lässt sich aufs Qualifying übertragen? Sie haben heute ein paar Teile auf der Strecke gelassen. Gab es Schwierigkeiten mit der Traktion? Danke für den Kommentar. Yeah.
So. Immer diese scheiß Halbzeit. Ja, das kommen wir erstmal durch die Ressourcenpunkte. Bonus Verein 27. Wieso macht ihr da keine gerade Zahl, Alter? 25 oder 30? Muss ich denn da gucken, da Verbrennungsmotor 87% hat er gerade runter. Gesamte Abnutzung 60. Hä? Nein, Getriebe. Ja, Getriebe ist noch in Ordnung. 1 von 1. Ausgerüstet Upgrades 5 von 5. Gehen wir weiter mit Training 2. Genau, das kann ich. Dann mache ich jetzt mal die Quali-Zeit. Dafür reicht der Verbrennungsmotor noch. Okay, vorne ist gelb. Aus irgendwelchen Gründen, da steht aber nichts. Okay, das war zu viel des Guten. Das erste Mal die neuen Reifen im Gebrauch, die Hypersofts. So, 1.17 sind wir gefahren. Das heißt, mit dem Motor wird es im Qualifying oder Verbrennungsmotor wird es im Qualifying relativ schwer. Wir haben denn 290 von 355. Machen wir das ESS. Den Elektro-Schiebeschalter-Gedöns. Allerdings jetzt mit den Ultrasofts, nicht mit den Hypersofts. Sich hat er schon. Qualm tut er nicht, ich glaube der Qualm tut er erst ab 90. Jetzt wird noch eine Nase anzujucken. Einfach mal aus.
muss ja auch durch. So, mache ich jetzt noch einen. Zeit hätte ich ja noch. Mache ich jetzt mal. Ja. Benzin sparen. Vielleicht habe ich auch noch den Reifen gedönt. Vor allem tut's hinten nicht. Ja, ne. Jetzt fängt er an zu qualmen, okay. So, der ist auch durch. Ja, den bräuchten wir eigentlich gar nicht machen. Die Zeit haben wir aber komischerweise noch. Deswegen machen wir ihn auch noch in Q2, in T2 oder P2 eigentlich, einfach Practice 2. In etwa 10 Minuten ist Regen angesagt. Regen in 10 Minuten. Also im nächsten Rennen werde ich den Verbrennungsmodus, oder im nächsten Renntraining werde ich den Verbrennungsmodus, den ich jetzt drin habe, wieder reinbauen und den in die, ja, sozusagen in die Luft jagen. Autos sind über die Ziellinie und die Top 3 stehen nun fest.
Die Fans haben das wirklich genossen. Bei ihnen sah das leicht aus. Sie waren im Training unheimlich schnell. Würden Sie sagen, dass Sie sich hinterm Steuer ziemlich wohlfühlen? Wie fährt sich das Auto im Regen? Machen Sie sich irgendwelche Sorgen im Hinblick auf Rennen und Qualifying? Danke für den Kommentar. So, jetzt muss ich dran denken, den umzurüsten. Oh, wegen dem Qualifying, weil da im Qualifying da kann ich es nicht machen, wegen Park-Farmee-Regeln. Oder ich fahre das Fenster zu viele Runden. Für diese Aktion gibt es keine Strafen. So. Dann geht es weiter zu Training Nummer 3. Gibt die erste Strafe, wie gesagt, wenn wir es nach dem Quali, also und dem, vor dem Rennen gemacht hätten. Ja, wie kommen wir es eigentlich überspringen? Alles jetzt was auch mal durch. Und wir sind jetzt gerade noch unter 30 Minuten. Eigentlich ja gleich bei 30 Minuten. Wir sind jetzt mal gerade bei 24 Minuten. Ne? Ja, sieht bei mir so aus wie 24 Minuten gerade erstmal. Hätten wir hier jetzt ein 25% Rennen, wäre sozusagen das aus der 25% Rennen das längste mit 18 Runden. Noch einmal die Top 3. Vettel. Aber weil ich jetzt nicht gefahren bin, deswegen bin ich auch nicht erster, sondern sozusagen der Letzter. Sozusagen wurde nicht gewertet. Bonusfahrer, 2 Punkte. Ey, Saisonteilnahme 25. Für Glück da draußen, bring das Auto in einem Stück ins Ziel und am besten vor Sergei. Also wo soll ich das Auto sonst hinbringen? In die Leitplanke oder was? Wenn ich die ersten 3 Trainings schon überlebt habe, wo ich allerdings nur 2 Trainings von gefahren bin. Wir befinden uns jetzt an einer der schwierigsten Strecken im Rennkalender. Willkommen zum Klassiker, zum Formel 1 Qualifying in Monaco. Diese Strecke mit ihren vielen langsamen Kurvenausgängen war schon immer eine starke Belastung für die Hinterreifen. Eine Menge langsamer Ausfahrten bedeutet, dass die Hinterreifen ganz schön zu leiden haben. Sie drehen eher durch, wenn man zu schnell aus einer Kurve schießt. Es mag toll aussehen und wir Zuschauer lieben ein solches Spektakel, aber gute Rundenzeiten fährt man so nicht. Hypersoft, Hypersoft, ja. Wir nehmen die Hypersofts. Sobsoft. Hat Alonso es hinter uns? Ja, Tatsache.
Ja. Ich hab's euch ja gesagt, dass ich in die Wand klatschen werde. Aber wenn hier einmal der Flügel beschädigt ist, egal wie, dann war's das. Aber knapp wahrscheinlich gleich. Die Startreihen für das Rennen morgen stehen fest. Ja, und diesmal knapper. Sonst war ich ja mehrere Sekunden vorne. Da war ich meistens was zwischen 3 bis 5 Sekunden immer vor den 2 Platzierten. Ein toller Tag. Wie war er denn aus Ihrer Perspektive? Scheiße. Es ist immer gut, nach der Qualifikation ganz vorne zu stehen, oder? Das war eine tolle Qualifying-Session für Sie. Denken Sie, Sie werden diese Leistungen im Rennen wiederholen können? Danke für den Kommentar. Also ich kann mal Arbeitsplatz mir einen Rivalen zuweisen lassen, okay. Muss ich gleich mal machen. Gut gemacht, eine solide Leistung. Im Rennen bitte gern mehr davon. Je mehr du als Fahrer geschätzt und geachtet wirst, umso besser sind deine Chancen während Vertragsverhandlungen. Um dir den Respekt des Fahrerlagers zu verschaffen, musst du saubere Rennen fahren und gleichzeitig gute Ergebnisse erzielen. Wenn du dir allerdings Warnungen und Strafen seitens der Rennleitung einfängst, verlierst du an Respekt. Achte also auf dein Fahrverhalten. Denk daran, dir mittels des Rivalitätsbildschirms am Arbeitsplatz einen Rivalen zu suchen. Ein gutes Abschneiden verschafft dir Respekt und uns mehr Spielraum bei Vertragsverhandlungen. Hier siehst du eine Liste der Fahrer, von denen du einen zu deinem Rivalen ernennen kannst. Habe ich schon, Viertel. Der hat am 31, Hamilton hatte 29. Dann habe ich doch den mit 31 Respekt Points. Ach. Echtes Straßenrennen im wahrsten Sinne des Wortes. So hat Mr. Monaco, der großartige Graham Hill, damals diese Kultveranstaltung beschrieben. Die Autos, die wir fahren, haben in dem seither vergangenen halben Jahrhundert einen weiten Weg hinter sich gebracht, aber wir fahren immer noch auf denselben öffentlichen Straßen am Mittelmeer. Kein Sieg ist begehrter als der beim großen Preis von Monaco. Der erstaunliche Circuit de Monaco hat sich im Grunde seit dem Eröffnungsrennen 1929 nicht wirklich verändert. Die schnelleren Rennautos der heutigen Zeit versprechen natürlich viel mehr Spannung in den 19 Kurven vorbei am Casino und an der Küste. Die Stadtrundfahrt ist 3,4 Kilometer lang, aber manchmal sind es nur Zentimeter bis zu den Begrenzungen der Leitplanken. Für den Grand Prix darf ich erneut Stefan Römer an meiner Seite begrüßen. Reden wir über Mr. Monaco. Sie sind noch immer relativ jung und unerfahren, was den Motorsport angeht. Und in diesem Business will man vor allen Dingen zwei Dinge.
Man braucht eine steile Lernkurve und man darf nur ganz wenige Fehler machen. Das stimmt. Der Sprung ist wirklich alles andere als leicht. In niedrigstufigeren Rennserien... Oh, Konstrukteurs knapp 128 von 25 mal 22. Aber in der Formel 1 gibt es Motorfahrer, die bereits seit Jahrzehnten dabei sind. Aber bisher läuft es wirklich gut. Gut, dann schauen wir uns die Startaufstellung an. Mr. Monaco startet aus der Pole Position und daneben auf P2 steht Sebastian Vettel. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Hamilton, Raikkonen, Valtteri Bottas und Ricciardo. Verstappen, Alonso, Hülkenberg und Carlos Sainz. Oh, die zwei Renault-Fahrer. Magnussen, Sergio Perez und Van Dorn. Ocon, Leclerc, Pierre Gasly und Brandon Hartley. Sirotkin und Marcus Ericsson. Ja, Sirotkin ist immer letzte irgendwie. Oder vorletzter, wenn ein anderer eine Strafe kriegt. Ausgehen, wird es Zeit, zur Strecke zu schaffen. Ich glaube, ich wechsle dann im nächsten Rennen das Team. Oder fürs nächste Jahr das Team. Und du weißt ja selbst, wie es in Monaco manchmal läuft. Na klar. So, ich wurde von hinten angestupst. War das Hamilton? Wahrscheinlich. Ja, es war Hamilton. Das heißt, Hamilton hat ein Problem am Flügel. Eine Endplatte fehlt ihm. Das heißt, ich kann wegfahren. Du führst das Feld an. P1. Hamilton hinter dir. Damit haben wir unsere Strategie durch. Du musst es jetzt auf diesen Reifen bis ins Ziel schaffen. Das war einmal kurz gelb. 5 Runden bis zum Ende des Rennens. Oh, sieht alles gut aus. Hamilton Bottas, okay. Gott sei Dank mit dem Reifen nicht an der an der Ecke angeknallt. Ich hätte mir eher noch so einen Kommentar gewünscht, wie aus Formel 1 2006. Da haben wir dann Kommentatoren aber noch besprochen, wenn hinten im Feld irgendwas passiert ist, ein Unfall oder so, oder jemand ausgeschieden ist, dass sie immer den Fahrer genannt haben, was weiß ich, Schumacher, Motor ist ausgeschieden oder Dreher oder Unfall und dann auf jeden Fall den Namen. Und das vermisse ich hier. Wir denken, dass unser Energiespeicher wegen der Abnutzung ein wenig schlechter funktioniert. Vermeide die magere Mischung, um das Gewicht zu reduzieren. Ups. Nochmal Standard. Ach, schon war eh. Muss ich einmal bremsen, sonst bin ich da reingequatscht. Ich bin der Meinung, dass immer in Silverstone
Vertragsverhandlungen eigentlich sonst im Vorfeld mal begonnen haben. Das müsste Rennen 9 sein. Wir hatten das ja in Rennen 4 im Balko gehabt. Schon das erste Mal. Sonst hatten wir das nur zweimal im Jahr. Wie gesagt, einmal sonst immer ein Silverstone-Rennen. Das war, glaube ich, Rennen 9 vorher immer. Ist, glaube ich, dieses Mal auch Rennen 9. Oder Rennen 10. Auf jeden Fall immer zu Silverstone rum. Und dann meistens nach dem letzten Rennen oder vor dem letzten Rennen immer noch. Das heißt, man hat in einem Saisonjahr sozusagen das Team, sagen wir mal, zweimal wechseln können. Also relativ am Anfang, also sozusagen, oder sagen wir so, halbzeitmäßig und dann am Ende nochmal. Das heißt, ich konnte hier praktisch rum Rennen 9, 10 rum, sag ich mal, zu Renault gehen und am Ende der Saison, ja, Anfang nächster zu Sahara Force India wechseln zum Beispiel. Oder sonst wohin. Ey, Kollege, spiel ja nicht so oft am Lenkrad dort. Das ist deine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens. Mit einer schnellsten Runde nochmal auf Startziel. Das war ein hartes Stück Arbeit. Herzlichen Glückwunsch. Williams hat heute einen großartigen Sieg gefeiert. Und Stefan, ich frage mich wirklich, was hier der Unterschied zwischen dem Sieger und der Konkurrenz war. Ich glaube, die Umstände haben heute perfekt zu ihrem Auto gepasst. Der Wind, die Temperatur der Strecke, einfach alles. Die Autos erwachen erst dann so richtig zum Leben, wenn die Reifen die richtige Temperatur haben. Je leichter man also diese Temperatur halten kann, desto besser verläuft das Rennen für einen. Und genau so ist es gelaufen. Sein Auto hat sich da draußen einfach wohlgefühlt. Und da sind sie schon. Ich freue mich immer besonders, wenn die kleinen, die unabhängigen Teams Erfolge erzielen. Williams hat eine sehr lange Formel-1-Geschichte und da ist es immer besonders schön, sie oben auf dem Podium zu sehen. Sehen wir uns an, wie die Fahrerwertung nach dieser Runde der Weltmeisterschaft aussieht. Mr. Monaco vergrößert den Vorsprung in der Weltmeisterschaft. Sprechen wir über den Fahrer des Tages. Stefan, wer ist dein Kandidat? Oh, das ist heute gar nicht so einfach. Aber mein Instinkt sagt mir Valtteri Bottas. Und wenn ich mir das Feld so ansehe, tut sich für mich niemand hervor, der meine Meinung ändern könnte. Dann werfen wir mal einen Blick auf die Konstrukteursrangliste. Mercedes hat seine Führung in der Rangliste ausgenommen. Auch das Team von McLaren hat sich wieder stark in Szene gesetzt und Boden in der Rangliste gut gemacht. Das war's beim heutigen Grand Prix und Stefan und ich verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal. Ja, nur noch Toro Rosso hat keine Punkte gemacht.
Das war ein gutes Rennen heute. Wie meinen Sie, ist es gelaufen? Wie geht es Ihnen nach diesem Sieg? Sie übertreffen alle Erwartungen. Würden Sie sagen, dass man Sie unterschätzt hat? Na klar, habt ihr mich unterschätzt, Mann. Sie sind sicher froh, auf dem Siegertreppchen zu stehen. Was haben Sie uns in Bezug auf die Zusammenstöße zu sagen? Danke für den Kommentar. Da konnte ich halt nur negativ leider auswählen. Egal, was ich genommen hätte, wäre negativ ausgegangen. In der letzten Frage. Und wie gesagt, ich finde die 12 Sekunden ein bisschen zu, ja, hab ich bei den langen Antworttexten, sie vorher durchzulesen. Da hätte ich mir ein bisschen mehr erwünscht. Teamzielbonus 500. Ja, Mann. Schießen die zwei sauber Rennen ab. Hab ich doch. Ja, das sieht schon mal gut aus, ne? Ferrari möchte. Renault will. Red Bull will jetzt. Toro Rosso möchte. Force India möchte. Sauber will. Ja. Die noch nicht wollen sind McLaren, Haas und Mercedes. Tolle Arbeit an diesem Wochenende. Dich auf dem Treppchen zu sehen, macht mich stolz. So, was haben wir denn hier? Nee. Okay, wir haben natürlich... negativ ist, wenn die Dinger, glaube ich, alle teurer. Die und die habe ich noch nicht, ne? Motorleistung. Ja, nehmen wir mit. Oh, den kann ich ja noch nicht. Den kann ich erstmal, wenn ich da und da habe. So, den. Was? Getriebe ersetzen? Wie Getriebe ersetzen? Abgeschossene Rennen, 6 von 6. Nein. 6, 12, 18. Na, wären es dann 4 Getriebe, die man kriegen würde. Aber wie gesagt, jetzt kommt Kanada. Ja, ich bedanke mich an dieser Stelle schon mal fürs Zugucken und wir sehen uns dann gleich in der Renntrip. Offen beim Rennen, Training, Qualifying hier von in und rund um Kanada, denn gleich wieder. Die neuen Teile sind aus der Fabrik angeliefert worden. In der nächsten Session sind sie am Auto.